Hi Freunde des Biers, 3 Wochen sind vorbei und das heißt hier bei Hopfenblütentee, dem Bierblog, alkoholfrei Mittwoch. Und diesmal haben wir das Jever Fun und ja, wie das schmeckt, finden wir im Video zusammen raus. Viel Spaß! So Freunde des Biers, das Jever Fun war ein Tipp. Ich habe mal gehört, es soll richtig gut sein. Wir werden es sehen. Ja, Jever ist eigentlich immer ein Bier, was den Leuten schmeckt nicht jeden, weil es ja doch ziemlich herb ist. Dieses wurde auch als echtes Pilsner gebraut. Die Gärung wurde vollständig durchgeführt mit ein bisschen mehr Hopfen, glaube ich. Und dann wurde das bei niedrigen Temperaturen schon in der Alkohol entzogen. Wir haben ja auch quasi keinen Zucker, so viel ich weiß. Wird extra geschrieben, dass es kein Zucker ist. Zutaten haben wir hier: Wasser, Gerstmalz, Hopfen und Gärungskohlensäure ist hier drin. Alkohol, wie immer in Deutschland festgesetzt, alkoholfrei unter 0,5% Alkohol. Genau, also das Ganze soll wie ein stinknormales Pils schmecken. Ob es auch so schmeckt, das ja, sehen wir jetzt. Ich trinke Jever eigentlich mal ganz gerne, weil ich ja, gerade das Friesisch herbe, ja, das habe ich nicht getroffen. Okay. Ja, auf jeden Fall das Friesisch herbe finde ich ganz gut. Und ja, ich hoffe, das Jever Fun macht mir auch Spaß. Also, wir haben hier eine richtig goldgelbe Farbe. Kohlensäure ist gut vorhanden, Schaum ja relativ wenig. Ja, hält sich ganz gut. Geruchstechnisch auf jeden Fall riecht es etwas süßlicher. Das ist ja bei den meisten alkoholfreien Biere so, die riechen meist ein Stück süßlicher. Ja, aber das ist ja jetzt noch kein Kriterium oder keine Kritik am Bier. Ansonsten noch leichte, dezente Hopfennoten im Bier, Getreidenoten auf jeden Fall. Ja, also riecht im Prinzip wie ein normales Pils, nur ein bisschen süßer. Na gut, Prost erstmal. Also, es schmeckt schon mal besser als die meisten 0815 alkoholfreien Bierchen, die es so gibt. Die 32 Bittereinheiten kommen einem mehr vor, muss ich sagen. Also schmeckt nach mehr Bitterheit. Ist aber nicht verkehrt, weil das macht den Charakter des Biers aus, würde ich sagen. Also damit kommt es ja doch fast in Richtung den normalen Pils ran. Einen kleinen Untergeschmack hat man auf jeden Fall noch auf der Zunge. Ein bisschen was Süßliches. Aber ich finde es allgemein ein sehr gelungenes, alkoholfreies Bier, auch wenn es mich jetzt nicht umhaut. Ich hatte da doch schon bessere, gerade die alkoholfreien IPAs, die waren da doch in, also da hast du wirklich keinen Unterschied geschmeckt. Hier, wie gesagt, die Süße ist doch ein bisschen, also schmeckt süß auf der Zunge. Ansonsten, ja, ganz normale Pilzaromen auf dem Mund. Also das unterscheidet sich nicht sehr zum Jever. Das wird ja sicherlich jeder kennen. Wie gesagt, es ist ein gutes alkoholfreies. Also man kann es gut trinken. Ist auf jeden Fall partytauglich auch. Also wenn ihr auf einer Party seid und müsst fahren, es ist partytauglich. Es ist süffig und ja. Deswegen kann ich auch sagen, man hat sicherlich auch Spaß mit dem Bier. Aber man kann Spaß mit dem Bier haben. Und ja, da gebe ich gar nicht so viel Abzug. Ich würde sagen, wir geben 4 von 5 Punkten. Und ich denke, damit ist das Bier gut bewertet. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Habt ihr schon mal das Jever Fun gehabt? Habt ihr es schon mal probiert? Könnt ihr was dazu sagen? Wollt ihr es mal probieren? Und gefällt euch die Rubrik mit dem alkoholfreien Bier? Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es mir in die drunter Kommis. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Besucht mich auf Instagram, auf Facebook. Ich arbeite gerade an einer neuen Webseite und ja, ihr könnt mir sogar mailen. Ich habe jetzt eine eigene E-Mail-Adresse: info@hopfenblütentee.com. Hopfenblüten, das Ü-S-U-E geschrieben. Und ja, würde mich freuen. Haut rein und habt noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Basti. Ciao.